Für Christian eine Packung Lakritz, weil er Lakritz so liebt. Das ist für Christian hier so ein Fugenauskratzer. Ich hab's eigentlich gekauft, weil der Deckel grün ist. Was? Funkelkleiner? Das kenne ich ja noch gar nicht. Wie geht denn das? Funkelkleiner, der. Ich danke euch fürs Zuschauen. Also mich gerade angeleckt. Es gibt doch jetzt Sushi. Okay. Konzentration. Gleich der Akku leer. 4% 28. Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind. Ich bin heute mit der lieben Anne von Mami Herzchen hier. Könnt ihr mal bei Instagram bei ihr schauen. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch aus einem anderen Video, was bei uns auf dem Kanal online ging. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich bin total aufgeregt, weil wir immer noch im totalen Kaufrausch sind und waren. Denn wir waren bei Action. Action. Das kannte ich nämlich noch nicht. Na, die Anne gesagt, Julia, da musst du hin. Da gibt es ganz viele Sachen, die man braucht für wenig Geld. Ja. Ich habe das allerdings auch erst vor einer Woche kennengelernt. Also, ja. Und ja, und da wir ja ganz, ganz, ganz tolle Videos vorhaben für euch, haben wir da so ein bisschen Krimskram gekauft, den wir für die Videos gebrauchen können. Die Anne ist nämlich Kindergärtnerin. Erzieherin. Sagt man gar nicht mehr Kindergärtnerin. Das ist wie Friseuse. Oh Gott, echt? Auch nicht Friseuse, man sagt Friseurin. Ja, okay. Ja, weil, dann sagt man nämlich auch nicht, weil wir basteln wollen, sondern weil wir wollen kreativ gestalten. Richtig. So, ja. Und genau, deshalb habe ich mir die Anne dazu geholt und heute haben wir so die Planung gemacht und schon mal ein bisschen was eingekauft und haben wir gesagt, Action und heute gibt es ein Haul und los geht's. Jetzt kommen wir so ein Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Glückskind, weil wir gerne Eltern sind. Soll ich jetzt? Ja. Achso. Nee, ich kann dich auch vorher fragen. Anne, was gibt es denn so bei Action? Also für alle die, die Action nicht kennen, es gibt eigentlich alles dort. Es fängt an von Haushaltssachen über Kosmetik, Möbelstücke, Schnuckzeug, Kindersachen, Spielzeug, Nähsachen. Habe ich was vergessen? Geschirr, Hygieneartikel, ja. Planschbecken. Also eigentlich alles. Eigentlich wirklich alles, ja. Und auch so ein bisschen außergewöhnliche Sachen. Also zum Beispiel so, wir sind doch gleich beim ersten Produkt, mal Teasers. Ich liebe die, ich kenne die noch aus Spanien von vor 15 Jahren. Und diese sind so richtig umweltfreundlich, nochmal extra in kleine Tütchen verpackt. Aber super praktisch für unterwegs. Und die sind ausnahmsweise, na gut, vielleicht nur ein paar. Nicht für mich, sondern für meine Mama, weil sie ist Maltesers abhängig. Und da sie immer so schöne Sachen strickt, habe ich ihr so ein paar Kleinigkeiten besorgt, unter anderem zwei Beutel Maltesers. Das sind 255 Gramm pro Beutel. Ja. Okay. Ja, als nächstes haben wir ganz viele verschiedene Pappteller gekauft. Da wollen wir für Kinder was ganz Tolles basteln, damit die sich damit beschäftigen können, also Spiele. Aber das werdet ihr dann in den nächsten Videos sehen. Genau, ja. Und beim Thema Basteln oder fürs Thema Basteln, auch ein Kinder- bzw. Babyspielzeug, haben wir hier noch so kleine Schnürchen, wie sagt man? Bänder. Bänder, genau, um damit ja, was ganz Tolles herzustellen. Also wenn ihr Tipps habt, wo man solche Sachen auch noch gut kriegt, irgendwie online oder so, dann schreibt das gerne auch mal unten in die Videobeschreibung, weil diese Sachen waren wirklich günstig jetzt, ich glaube so 1 Euro ein so. Nee, noch weniger. Noch weniger? Hat, ja, war kein Euro. Das ist ja, also, ich glaube 75 Cent oder so. Ja, also da kann man wirklich, ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht wo sie sind, irgendwo 4 Küchenmesser gekauft für 59 Cent. 4 Stück, das heißt 1,15 Cent und ich muss ja immer diese Fugen auf der Terrasse sauber machen. Und dann habe ich gedacht, das geht da perfekt mit, als wenn man sich mit so einem anderen Ding so ab... arbeitet ab. Müd. Ja. Ja, dann gleich weiter vielleicht. Das wollen wir auch zum Basteln benutzen. Haben wir Fingerfarbe geholt. Damit oder kann man sehr schön mit Kindern arbeiten. Und ja, auch da werdet ihr in dem Video sehen, was wir da für die Kinder vorhaben. Genau. Und die Farbe, haben wir uns erst überlegt, wo wir die reinmachen, weil das sind ja Tuben.
Und da haben wir einfach hier von Zenker, gut, das ist halt jetzt ein Markenartikel, aber trotzdem halt so eine Muffinform. Und ich glaube, sie war so 3 Euro oder so. Hätte ich nicht gesehen. Hubschrauber, hört ihr den? Naja, auf jeden Fall kann man da die Farben reinmachen. Und sie haben ja 4 Farben und dann kann man hier vielleicht noch hellblau mischen oder so. Hubschrauber! Ja, da haben wir das. Ja, was man zum Basteln immer braucht, sind Scheren. Da haben wir einmal so eine kleine Bastelschere für so kleine Schneidarbeiten. Dann haben wir die und noch eine ganz große Bastelschere, damit wir für alles gewappnet sind. Zum Thema, da gibt es alles, habe ich ein Spider-Brathähnchen-Gewürzsalz gekauft. Und ich habe es eigentlich gekauft, weil der Deckel grün ist und unsere Küche grüne Accessoires hat. Und ich habe gedacht, das sieht bestimmt ganz schön aus, wenn es so hinterm Herd irgendwie so steht. Und bei Temperatur schmilzt, weil es ist Plastik. Muss man nicht kaufen. Egal, es ist eigentlich nur Deko. So, eigentlich mal schön aussieht, weil es grün ist. Ich nehme einfach mal 2 Sachen. Ja. Haben wir auch Holzwäscheklammern und Federn. Auch für die Videos zum Basteln. Also es bleibt voll spannend. Ihr müsst unbedingt den Kanal abonnieren. Hier oben oder hier, irgendwie an irgendeiner Seite. Damit ihr die Videos nicht verpasst. Das werden so meine Top 5 Videos sein. Also wer diese Serie noch nicht kennt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da sind die Links zu den anderen Videos. Also Washi-Tapes auch für ein Spiel zum selber basteln. Ganz einfach. Oh Gott, ist das gemein, dass wir erst den Haul machen und dann... Also guckt unbedingt, schaut unbedingt rein, ne? Ja, dann habe ich für den Benjamin, der Minions liebt, mit dem habe ich auch eine Minions-Laterne gebastelt. Ist ja schon bald wieder, ne? In wie vielen Monaten? 5 Monaten ist Weihnachten. Auf jeden Fall habe ich Lampignons mit dem Minion-Lampignons mal gebastelt und ihm schenke ich heute so eine Tüte Minions-Kekse. Habe ich da gesehen, hatte ich sonst auch noch nie irgendwo gesehen, aber bei Action, da gibt's das. Das ist ganz witzig. Ich habe das gesehen und fand, das sah total lecker aus. Hab's gekauft. Schmeckt keinem irgendwie hier, aber... Ach, es geht, aber es geht. Aber es ist leer. Schmeckt keinem, aber es ist leer. Ja, super. Also ich muss sagen, dass ich war wirklich erstaunt, wie günstig es da ist. Also echt krass. Ja. Was ich auch richtig gut fand, zum Beispiel unser Gartenschlauch ist kaputt gegangen. Und da gab es halt für, ich glaube, 2,59 € so 2 Aufsätze für den Gartenschlauch. Und hätte ich das jetzt irgendwie im Baumarkt gekauft, hätte ich bestimmt 20 € bezahlt. Also, und ich gucke jetzt einfach, wenn es jetzt diese Saison und nächste noch hält, dann hat es sich echt gelohnt für 2,50 €. Also, ja, das ist echt günstig. Ne? Ja, das ist schön. Ich habe so 2 so riesen, ich weiß gar nicht, passt das alles da? Ja. Ich halte mal, du sprichst so. So 2 riesen Malunterlagen gekauft. Ich fand es total super, weil die Große von Björn malt unheimlich gerne. Und wenn Leni irgendwann mal anfängt, auch zu malen und zu kritzeln, ist einfach super. Ja. Weil der Tisch wird nicht bemalt und man muss nicht irgendwelche Zeitungsunterlagen oder so. Und das ist halt riesengroß. Es ist nicht nur so ein Tischset, was man sonst hat. Und hab das gesehen und war total begeistert, weil voll süß. Eins davon kostet nur 75 Cent. Also ja. Und auch echt süße Zeichnungen. Also, ne? So. Ja. Die mussten mit. Ja. Das habe ich auch. Oma Glückskind ist übrigens auch bei Instagram, unsere Oma, die immer so tolle Sachen strickt. By the way, da gibt es bald einen Shop, ne? Ja, aber weil es so anstrengend für sie ist und dass sie den Sommer so schlecht erträgt, habe ich ihr so eine kleine Spritzpistole hier mit Ventilator. Da muss noch eine Batterie rein. Und dann kann sie so pff, pff, pff. Ja, auch gut bei den Wechseljahren. Ja. Ja, da ist sie schon durch. Da ist sie schon durch. Meine Mutter hat nicht gehabt dann. Ja, ja, deine Mutter ist noch ein bisschen jünger als meine. Meine Mutter lacht sich kaputt, wenn sie das. Ja. Und meine Mutter schämt sich wahrscheinlich. Ja, meinte. Ich habe für Leni noch 4 verschiedene Leggings gekauft. Kann man das sehen? Ich glaube, so rum sieht man es so besser. Einmal mit pinken Sternchen, einmal ganz pink, einmal rosa und grau. Ich ziehe Leni unheimlich gerne Leggings an. Vor allen Dingen kann man sie überall drunter ziehen. Wenn ich solche Hängerchen habe, Kleidchen oder irgendwelche kurzen Jumpsuits oder so. Ist super. Ziehe ich total gerne an. Waren total günstig. Ich glaube, hat 1,99 € oder so gekostet. Ja. Habe ich gedacht, nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja, dann, ihr wisst ja aus meinem anderen Holz, ich bin hier diese eigentlich, wie heißt das, freche Freunde, Erdbeer abhängig. Aber hier gibt es auch Crispy Crisps Erdbeeren. Ja, mal gucken, wie die schmecken. Und davon gibt es auch Apfel. Bin ich mal gespannt. Und die haben nur 79 Cent gekostet und von Erdbeer kosten die 2 Euro. Aber die sind auch eigentlich untoppbar, die ich eigentlich kenne. Aber ich probiere die mal aus. Dann habe ich das gefunden und das ist total super, weil die große Schwester von Leni hat jetzt erst Steine gesammelt und ja, jetzt können wir in den Sommerferien die Steine auch bemalen. Ja, außerdem noch eine Tüte buntes Martis für mich. Eine Tüte Snickers für Björn, meinen Mann, weil er das so gerne isst. Jetzt stehe ich doof da. Habe ich auch was für Christian? Ja. Für Christian eine Packung Lakritz, weil er Lakritz so liebt. Halt ein bisschen Lakritz-Toffee. Ich liebe Lakritz-Toffee. Also, oh Gott, die sind so lecker. Ich habe noch Söckchen gekauft für Leni. 4 verschiedene. Ja, dann habe ich doch noch so einen Fug. Das ist für Christian. Hier so ein Fugenauskratzer, wo man sich nicht ganz so bücken muss wie bei dem Küchenmesser geholt. Der ist noch schön scharf, also wenn die neu sind, sind die auch super, aber wenn die so stumpf sind wie mein Alter, dann nimmt man lieber Küchenmesser. Dann habe ich noch ein Quietscheentchen gekauft für Leni. Eigentlich, weil Leni ziemlich meckrig geworden ist, um sie abzulenken. Fand sie dann aber doof, aber im Schwimmkurs hat sie genau diese Ente immer. Und ja. Deswegen hat das so gut gepasst. Dann habe ich für Johann ein Doktorset. Das hat auch so 2-3 Euro, weil er hat noch mein altes Kinderdoktorset bei meiner Mama, womit er immer spielt und dann hört er immer so den Herzschlag vom Hund und so. Genau, und dazu, das war halt nicht in einem Koffer, aber ich habe dort im Laden so einen total süßen kleinen Koffer gesehen. Ich glaube auch für so 2 Euro und ja, oder so ja, ungefähr. Ja. Und dann mache ich jetzt da, das wird halt so sein Doktorkoffer Little Stars. Mit so einem Fuchs und Fuchs mag er auch, weil er so gern Fuchs aus die ganz gestoßen singt. Ja. Und ja, noch? Oh, ich habe noch eine Sandmuschel oder Wassermuschel gekauft. Ich habe 2 gekauft, um sie zuklappen zu können oder wenn bei Bedarf die eine Hälfte mit Wasser zu befüllen. Weil Leni gestern in einer Sandmuschel gespielt hat und fast eine Stunde lang sich allein beschäftigt hat. Ja. Und ich war so begeistert und habe gesagt, die muss her. Und da hat eine Hälfte 5 Euro irgendwas gekostet. Ja, krass. Da habe ich gedacht, das muss mit. Ja, ja, dann habe ich alle zusammen Knöpfe gekauft. Hier sind immer 4 so drin. Deshalb habe ich 2 Packungen genommen. Für Oma Glückskind, weil wir brauchen ja immer mal so unterschiedliche Knöpfe. Und Knöpfe sind super teuer. Also normalerweise ist so ein Knopf 1 Euro, manchmal 2 Euro. Also die Knöpfe, die wir haben, sind richtig teuer. Und die haben jetzt so, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall günstiger, nicht pro Knopf so viel. Dann hier so kleine Textmarker. Kann man immer gebrauchen. Ja, das ist halt so. In dem Laden, dann siehst du irgendwas und denkst dir, ja, brauche ich. Man braucht nichts und fährt hin und braucht alles. Zum Knöpfe vernähen. Ach so, ja, irgendwie ist voll viel von mir, ey. Ja, ich habe schon hab zu zusammengerissen. Ich war aber auch letzte Woche erst da. Ja, okay. Ich habe schon gesagt, es wird mein Untergang, mein finanzieller Ruin, so ein Laden. Ja, Johann wünscht sich seit einigen Tagen eine Gitarre und dann habe ich tatsächlich eine für 2,59 Euro dort gefunden. Und das weiß er noch nicht. Das weiß er noch nicht. Die ist für den Moment, wenn er ungeduldig wird. Dann kriegt er die Gitarre. Weil im Moment beschäftigt er sich super gut selber und spielt und baut. Deshalb, aber für so Momente, wo man merkt, jetzt brauchen wir eine Gitarre. Dafür habe ich jetzt die Gitarre. Und hier hinten seht ihr ja, habt ihr wahrscheinlich auch in der Kinderzimmerwohntour gesehen, hier hinten ist sein, seine Musikecke. Und da wird dann auch diese Gitarre einen Platz finden. Mia hat noch Strohhalme gekauft. Ja. Die extra dicken. Die extra dicken Strohhalme. Ja, Johann liebt das. Der macht immer den Strohhalm. Müssen ihm jetzt immer so ein Loch in den Joghurt pieksen. Und dann trinkt er den Joghurt so mit dem Strohhalm. Und wenn da so kleine Stückchen drin sind, dann ist die Frustration immer etwas extrem, weil die Fruchtstückchen in den kleinen nicht passen. Und deshalb habe ich gedacht, die großen sind vielleicht praktisch. Ja. Johann, kommst du zu uns? Ich rufe den Papa. Der Papa kommt. Der Papa holt gerade Sushi. Der Papa kommt. Willst du mal Hallo und herzlich willkommen zu Das Glückskind sagen? Das? Was das ist? Ja. Das haben wir nämlich auch gekauft. Das ist
sind so kleine Wasser... Bomben? Waterballoon, 100 Stück. Darf man Wasserbomben? Ja, ich weiß nicht, ob man das so heißen kann. Ich muss mal neu starten. Du kannst auch mal sagen, hallo Kinder. Hallo Kinder. Da sind die Kinder, guck. Hallo Kinder. Hallo Kinder. Ja, auf jeden Fall hier so zum Aufpumpen. Wasser rein, Luftballon dran und ich habe gerade überlegt, ob man Wasserbombe noch sagen darf. Aber ich war jetzt noch nicht beim Bäcker und beim Bäcker gab es zu kaufen so Schaumküsse und sie hat gesagt, und da stand auf dem Pappschild Mohrenköpfe. Okay. Ja, oder Negerküsse sogar. Gott ey. Ja, ja, was haben wir noch? Haben wir noch was? Hast du noch was? Nee, okay, ich bin fertig. Kommst du noch mal zu mir? Kommst du zu mir? Ach komm. Geh zu Anne? Drück mal die Anne. Ja! Das ist aber schön. Ja, ich habe hier noch so Kisten mit 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 13, 14. Das ist deine Mama, die will dir auch keiner wegnehmen. Mit 14 Fächern pro Seite. Diese Kisten habe ich 4-mal gekauft. Also 4 solche Dinger für... Das kann man nicht aufmachen. Das kann man nicht aufmachen. Da muss Wasser rein und dann kann man die aufpumpen. Das machen wir morgen, wenn die Sonne scheint, okay? Wenn sie morgen scheint. Auf jeden Fall habe ich, ist das für die Knöpfe, für meine Mama. Genau. Hier sind die 4 Messer. Das war's. Aber du musst sehen, dass die Sonne rauskommt. Du musst mal, ruf mal die Sonne. Sonne! Sonne! Wollen wir noch ein Abschiedslied singen? Sonne! Ja, wollen wir noch ein Abschiedslied zu den Zuschauern singen? Abschiedslied. Was kennst du denn für ein Lied? Kennst du ein schönes Lied? Alle meine Entchen. Kannst du das mal singen? Oder ein anderes? Bruder Jakob. Bruder Jakob? Okay, dann los. Nein. Nee? Du hast die ganze schon? Was? Funkel, Funkel, Klein. Das kenne ich ja noch gar nicht. Wie geht denn das? Funkel, Kleiner. Der habt ihr das gern. Oh, süß. Habt ihr das im Kindergarten gelernt? Ja. Das hört sich aber schön an. Wollen wir Tschüss sagen den Zuschauern? Johann, wollen wir Tschüss sagen? Wollen wir jetzt essen? Hast du Hunger? Ja. Ja? Komm, dann sagen wir Tschüss. Tschüss, Sonne. Tschüss, Sonne. Tschüss, Sonne. Ja, tschüss, hallo Regen. Ja, es ist bewölkt und regnerisch. Guck mal, jemand da müssen wir Tschüss sagen. Tschüss, Sonne. Tschüss, Sonne. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat das Video... Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und schaut mal bei der Anne vorbei, bei Instagram Mami Herzchen. Ich verlinke euch ihren Kanal auch nochmal in der Infobox. Ne, Johann? Ja. Bei Instagram. Sag mal Instagram. Instastock, genau, so ähnlich, ja. Und, ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Also, mich gerade angeleckt. Es gibt doch jetzt Sushi. Ja, musst du die Mama nicht essen. Die Mama essen. Dann beiß ich direkt meine Bauch. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Schaut mal bei Anne vorbei. Johann! Und sagst du Tschüss? Tschüss. Die Kamera musst du Tschüss sagen. Tschüss. 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 Willst du mal ein Lied singen? Wo ist der Regen? Sing mal das Tschüss-Lied. Tschüss-Lied. Mir deine Hand, ich lass dich nicht gehen. Wir zerbrechen die Wand, fallen her.